Ja, hallo und herzlich willkommen zu Neverball, einem neuen Let's Play von mir. Es ist auch wieder ein Open-Source-Spiel und es geht darum, eine Kugel hier durch einen Hindernisparcours zu buxieren. Und ja, wir gucken erstmal die Option rein. Vollbild, nein, Auflösung HD, also wenigstens 720. Texturen, Geometrie, das machen wir alles hoch. Spielername, wir hätten das ja eingegeben. Fuxi, LP und Ball kann man sich auch noch auswählen. Nee, gefällt mir nicht so. Nee. Hä? Die Erde, Eyeball, Lava. Cool. Krass. Ich glaube, ich werde mal den Basic Ball hier nehmen. Und jetzt gehen wir mal in die Hilfe. Regeln. Bewegen Sie die Maus oder Joystick oder drücken Sie die Pfeiltasten, um den Boden zu kippen und den Ball rollen zu lassen. Rollen Sie über Münzen, um sie aufzusammeln. Haben Sie genug Münzen gesammelt, öffnet sich das Ziel und Sie können den Level beenden. Steuerung. Lassen wir so, würde ich sagen. Normal beenden Sie den Level, bevor die Zeit abläuft. Sie müssen Münzen sammeln, um das Ziel zu öffnen. Challenge, spielen Sie einen Set in den ersten Leveln an. Sie beginnen mit nur drei Bällen, verlieren Sie sie nicht. Für 100 gesammelte Münzen halten Sie einen zusätzlichen Ball. Techniken. Es können zum Springen, Ecken können zum Springen verwendet werden. Kippen in zwei Richtungen, vergrößern Neigungswinkel. Verwenden Sie die manuelle Kamera und drehen Sie sie um 45 Grad, um die besten Ergebnisse zu erhalten. Manuelle Kamera war F3 und wir fangen einfach mal direkt an. Oh, das sieht aber nett aus hier. Wir fangen mit den leichten Leveln an. Ich habe ja schon mal kurz angespielt. Aber wir werden jetzt am Anfang nochmal hier starten. Manuelle Kamera, das war F3, ne? Ui, ich könnte das auch mit den Pfeiltasten machen, ne? Irgendwie. Ja, mit den Pfeiltasten, das ist ein bisschen komisch. Ich hätte schon gern die Maus. So ein bisschen, aber... Geht das auch mit dem Nummernblock? Nee. Ach doch, so geht das auch ganz gut. So, das Ziel ist jetzt geöffnet. Unten rechts seht ihr immer die Münzen, die wir dafür brauchen. Und jetzt sind wir im Ziel. Nächstes Level, Level 2. Und los geht's. Erstmal zurück. Doch, mit der Tastatur geht das hier ausnahmsweise mal besser als mit der Maus, finde ich jetzt. Oh, wir sollten noch gar nicht ins Ziel, wir uns fehlen doch noch zwei Münzen. Die wir jetzt eingesammelt haben. Und ihr seht auch, das Spiel ist auf Zeit. Das heißt, wir müssen uns noch relativ beeilen. Beeilen hier. So, und jetzt dort rein. Und da haben wir es auch wieder geschafft. Dieses Mal müssen Sie 50 Münzen sammeln, um das Ziel zu öffnen. Rote Münzen sind 5, blaue Münzen 10. Wert erreichen Sie das Ziel, bevor die Zeit aus ist. Jo, geht los. Dann bügeln wir hier einfach mal querbeet entlang. Das müsste eigentlich zu schaffen sein hier. Aber ich glaube, ich will jetzt diese wertigen Münzen, wo es viele Münzen gibt, die will ich gerne auch noch einsammeln, weil so viel Zeit habe ich dann auch noch. Und jetzt ins Ziel. Ja, und das ist mein Ziel. Cool. Weiter geht's. Level 4. Flach ist relativ. Lernen Sie, den Boden in einem gewissen Winkel zu halten, sodass er flach wird. So behalten Sie die volle Kontrolle über den Ball. Holen Sie Schwung, um an die großen Münzen zu kommen. Ready, set, go. Okay. Ah, na gut, so viel Schwung muss man jetzt ja eigentlich nicht holen, aber... Und einmal nach vorne, bitte. Ach so, jetzt kommt er dort nicht hoch. Okay. Aber jetzt... Oh, interessanterweise sind das hier Euro-Münzen. Los, ins Ziel. Jetzt. Und Level 5. Hier gibt es 100 Münzen, das sollte nicht allzu schwer sein, außer sie rollen versehentlich ins Ziel. Ready, set, go.
Ist natürlich schon heftig, aber wir machen einmal den kurzen Weg hier. Und gehen einfach ins Ziel. Level 6. Kippt den Boot so wenig wie möglich. Geringere Neigung bedeutet geringere Geschwindigkeit. Geringere Geschwindigkeit, bessere Kontrolle. Achten Sie auf die Zeit und nutzen Sie sie effizient. Ist hier irgendwas, wo man nicht anecken darf? Das geht mit der Tastatur schon mal gar nicht, das irgendwie hier. Die faule Kameraperspektive, na, manuell ist schon in Ordnung. Und haben wir jetzt das Ziel geöffnet. Wow. Vielleicht soll ich das mal mit meinem tollen Billig-Gamepad probieren, ob das dann besser läuft, das Spiel. Ich muss, glaube ich, dort in die Mitte. Bei der Tastatur hast du den Nachteil, dass du kannst entweder nur kippen oder nicht kippen, also solche feinen Abstufungen, wie es bei einem Gamepad gibt, gibt es ja leider nicht. So in dem Ziel. Um diese Hügel überqueren zu können, benötigen Sie eine gewisse Geschwindigkeit. Doch seien Sie vorsichtig, seien Sie nicht zu schnell. Ah, ich ahne schon, warum. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann die Kugel auch rausfliegen kann. Juhu! Das macht Spaß. Irgendwie. Los, hoch, 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 hoch. Eine Münze brauchen wir noch. Und das haben wir jetzt geschafft. Gut. Und ins Ziel. Level 8. Folgen Sie der Spur der Münzen zum Ziel. Wenn Sie schnell gegen einen Pfosten stoßen, wird sie das gehörig aus der Bahn werfen. Hm, okay. Bremsen. Und jetzt rüber damit. Oh, den haben wir schon den ersten verpasst. Ich vermute mal, wir müssen ja sicher alle Münzen einsammeln, oder? Was denkt ihr? Ich glaube schon. Wobei das eigentlich nicht sein kann. Jetzt habe ich hier noch den Fünfer. Und hier oben. Und dann können wir auch schon ins Ziel. Den blauen hätte ich hier gern noch. Einfach für die Statistik. Und hier oben den blauen auch noch und dann können wir ins Ziel. Level 9. Versuchen Sie nicht von sich... Was? Versuchen Sie nicht... Ach so, versuchen Sie nicht von sich bewegenden Objekten getroffen zu werden. Ein einziger Zusammenstoß kann den Ball ganz aus Ihrer Kontrolle reißen. Das ist ein Witz, oder? Wie willst du das hier machen? Wobei, ist doch eigentlich ganz lustig hier, wenn man so ein bisschen hin und her flippert. Aber ich glaube, das ist dann später, kann einem das bestimmt zum Verhängnis werden, wenn man, wenn dann hier die Banderole oder hier diese Bande weg ist. Jetzt ins Ziel, halt, falsche Richtung, runter, 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 ja. Oh, so schlimm war es ja nicht. Meiden Sie die Ränder, nähern Sie sich einem Abgrund, beginnen Sie früh genug zu bremsen. Sie brauchen ebenso viel Platz, um zu verlangsamen, wie Sie zum Beschleunigen gebraucht haben. Also ich vermute mal, man kann hier runterfallen. Langsam, 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 langsam. Noch ein Stück, halt, und jetzt zur Seite. Hui. Sollten wir es einfach mal riskieren, hier nochmal alle Münzen zu holen. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Bonus. Wobei jetzt die Zeit doch schon recht knapp. Ja, jetzt müssen... Ach, dort hinten sind auch noch zwei Münzen. Oh! Das war jetzt schon richtig knapp. Ist der Ball auf einer sich bewegenden Plattform, wird er in die Richtung der Bewegung gezogen. Benutzen Sie die Geländer, um den Ball... ruhig zu halten und sammeln Sie genug Münzen für das Ziel. Aha. Oh. Hübsch. Irgendwie.
dort müsste ich rein. Dann hätten wir das Ziel geschafft. Aber wie komme ich dort rein? Ach du, von der anderen Seite. Also von hier ungefähr. Oh, du sollst dort rein, du Ball. Oder wollen uns die restlichen 4 Münzen einfach woanders? Jetzt haben wir es geschafft. 42 Münzen, was für ein Zufall. Und ins Ziel. Es gibt nur einen Weg zum Ziel, aber viele Wege, um Münzen zu sammeln. Achten Sie darauf, genug Münzen zu sammeln, um das Ziel zu öffnen. Oh, sieht aber auch nett aus. Hier braucht man ja eigentlich nur seine Runden drehen, oder wie sehe ich das? Los, rein da, rein. Ja. Juhu. Da ist schon mal das Ziel. Ach, das ist wieder so ein Pfosten. Ich glaube, hier vorne ging es rein, aber da ist auch wieder so ein Pfosten. Weiter. Da wäre das Ziel, aber da kommen wir nicht hin. Ah, Mensch, zur Kugel zurück. Da jetzt rein. Und jetzt einfach hier raus. Würde ich sagen. Und jetzt hier rein irgendwie. Hier ist auch wieder gesperrt. Ich glaube, wir müssen irgendwie dort hinten lang. Hier gibt es nur einen Ausgang. Okay. Hm, wie komme ich da jetzt raus? Wenn es hier nur einen Ausgang gibt. Was macht dich dort rein? Dort komme ich nicht lang. Ah. Da geht's auch nicht weiter. Und hier auch nicht. Halbe Minute Zeit. Ich glaube, ich sollte einfach mal nochmal hier raus fahren, sozusagen, und dann. Ach so, ich glaube, ich verstehe. Kann es sein, dass ich vielleicht hier rein muss? Ah. Hier und dann dort wieder vorbei. Ah, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Toll. Wir gucken uns das mal hier an. Also wir gehen hier raus. Hier raus. Dann hier raus. Hier. Und dann müssen wir irgendwie hier so Slalom hier lang. Hier, hier, hier. Ja, es könnte aufgehen. Es ist natürlich die Frage, ob wir den Weg auch wieder so finden. Na los. So, jetzt probiere ich das mal langsam, langsam, langsam hier rein. Jetzt hier entlang. Ich will da lang. Hallo. Oder? Wo komme ich hier lang? Auch wieder an den Pfosten.
Ja, die Richtung stimmt. Danke. Und jetzt müsste ich hier hinten wieder raus. Na, komm schon. Och, Mensch, du. Jetzt. Und da haben wir es ins Ziel geschafft. Cool. Eieiei. Level 13. Halfpipes können Spaß machen, doch man kann auch leicht herausfallen. Beschleunigen Sie nicht zu so sehr, dann werden Sie die Kontrolle behalten. Cool, nett. Juhu. Oh, man fällt tatsächlich raus. Okay, wie viele Münzen brauche ich? 50. Das erinnert mich ein bisschen an Tony Hawk hier. Ah, fast. Nein, 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 nicht rausfallen. Gibt es hier vielleicht eine bessere Perspektive? Das Ticken im Hintergrund. Wir haben doch noch genug Zeit. Jetzt noch die andere blaue einsammeln und dann hätten wir es eigentlich fast geschafft. Dum-di-dum, die Halfpipe ist was Schönes. Oder halt eben eine rote Münze. Wir haben ja auch recht. Na, Mensch, was ist denn das hier? Jetzt haben wir es geschafft. Halt, 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 halt. Level 14. Auf den Lüften müssen Sie ein wenig korrigieren, um den Ball richtig ruhig zu halten. So können Sie viele Münzen sammeln, ansonsten werden Sie hinunterfallen. Krass, es geht ja ab. Hoch. Nein! Das befürchtete ich, dass wir da einen runterfallen. Nein. Oh, jetzt müssen wir warten, bis die Plattform wieder da ist jetzt. Schönes Spiel, muss ich sagen, mag ich. Nein, 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 nein. Oh, wie dumm. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Hat man es fast geschafft. Naja. Nein, 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 nein. Uiuiuiui. Anhalten. Vorsichtig zu den roten Münzen vorrücken. Und geschafft. Level 15. Ja, hier sind einige weitere Gelegenheiten, ins Nichts zu fallen. Rollen Sie schnell gegen die Kante, um die großen Münzen zu erhaschen. Und schlagen Sie die Bestzeit. Was denn für eine Kante? Die hier? Ja, fail, ne? Fail. So, nächster Versuch. Tja, so einfach geht das. Jede Brücke ist enger als die vorherige, aber auch höher dotiert. Entscheiden Sie selbst, wie weit Sie gehen wollen. Hier sieht es interessant aus. Halt. Nein, 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 ich will noch nicht ins Ziel.
Halt. Halt, so, und jetzt langsam rüber. Wow. Ich glaube, eine gab es noch, aber wir gehen einmal mal ins Ziel jetzt. Level 17, der Ball wird in einer engen Passage unkontrolliert bei und hergeworfen. Halten Sie ihn ruhig und fern von den Wänden. Alle Münzen können innerhalb der Zeit gesammelt werden. Also ich sehe hier eigentlich keine Unkontrollierbarkeit, aber... Naja, doch, jetzt ein bisschen. Na los, runter mit dir, du Ball. Dort rein. Nee. Doch. Und dann einfach hier und... Einmal hier rum. Yeah, das rockt doch so fett. Schönes Spiel. So, hin und her und im Ziel. Level 18. Wie zuvor auch diesmal ohne Stützräder. Halten Sie den Ball auf flachem Boden und kontrollieren Sie ihn präzise. Holen Sie Schwung, um die Ecken zu erreichen. Ich hole erstmal hier unten die Münzen. Und das ist mir schon gefallen. Ah. Da auch so hin? Ja. Oh, bremsen. Ah. Also ich komme dort auch so hin. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht hier irgendwie... Halt. Hoch. Los. Das schaffst du. Ah. Halt und ins Ziel. Level 19. Eine sich bewegende Plattform kann ein Problem sein. Verwenden Sie präzises Timing, um an Bord zu kommen. Und halten Sie vorsichtig die Balance, um dort zu bleiben. Lassen Sie sich nicht unter ihnen wegschlüpfen. Hä? Nützen Sie die Plattformen, um an größere Münzen zu kommen. Oha. Okay. Das sieht ja sehr... interessant aus. Halt. Oh, Leute, was ist das? Wollt ihr mich rollen? Jetzt haben wir es geschafft, jetzt müssen wir nur noch wieder dort rüber kommen. Los, lauf! Hui! Und Level 20, das machen wir dann noch. Lernen Sie, einen hüpfenden Ball zu kontrollieren. Der Schatten verrät, wo der Ball landen wird. Wenn Sie Vertrauen in Ihre Sprünge haben, gehen Sie ein Risiko ein. Es lohnt sich. Hä? Ach so. Uiuiui. Halt. Oh, jetzt sammeln hier auch noch alle Münzen ein. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Wir müssen jetzt wieder rüber und da haben wir auch gefailt. Ha, okay. Und jetzt haben wir schon wieder rübergefallen. Hm. Los, nach vorne. Dort drüber, halt. Und jetzt? Ah. Man kann nicht so gut wenden da an der Stelle. Ui. Oh, das war, was ist das jetzt für ein Sprung? Ah, gefällt. Ah, ein Stück zurück. Oh, das war jetzt aber schon. Und. Ja, yeah, den Zehner hätten wir jetzt erstmal geholt. Jetzt müssen wir einfach hier rüber. Oh, ist das dumm. Ready, set, go.
Aber wir brauchen diesen Sprung-Skill hier sicher irgendwann mal. Das heißt, wir müssen den sozusagen auf jeden Fall durchführen. Wir machen das erstmal auf die einfache Tour hier. Ah. So, jetzt haben wir alle leichten gespielt. Cool. Was kann man hier machen? Egal, ja. Das heißt, wir haben noch die mittleren Level. Oder? Hier gibt es anscheinend noch mehr, oder? Na gut, hier steht irgendwas von 25, aber wir haben nur 20 und ja. Ich denke mal, wir haben damit leicht hier geschafft und wir werden dann in der nächsten Folge einfach mal uns an die mittleren Level wagen. Bis dann. Tschüss.